Hallo Nadja. Hallo. Kannst du dich kurz vorstellen? Gerne. Ich bin die Nadja, ich bin 33, ich habe ein kleines Kind. Meine Mama kommt aus dem Sauerland und mein Papa von der syrisch-türkischen Grenze. Hast du persönlich schon mal eine Rassismuserfahrung im Alltag gemacht? Ja, habe ich. Kannst du uns ein Beispiel erzählen? Ich erlebe das sehr, sehr viel, fast täglich eigentlich. Das jüngste Beispiel war vor 3 Tagen. Wir saßen auf der Fähre, auf dem Rückweg vom Urlaub. Wir haben uns auf Arabisch unterhalten, mein Sohn, mein Vater und ich. Und neben uns saßen Leute relativ nah, ohne Abstand. Ich hatte mich schon gewundert aufgrund von Corona, dass die Leute sich so nah gesetzt haben. Und dann hörten die, dass wir Arabisch gesprochen haben. Wir haben dann etwas lauter gesprochen, weil wir lachten und so weiter. Und die haben sich ganz langsam, vorsichtig, wie von einer Bombe wegbewegt. Und um uns war ein Kreis von 3 Metern. Der Mann hat böse geguckt, er hat meinen Vater angestarrt. Die Frau hat ihren Ellenbogen weggemacht, wollte uns nicht berühren. Ich habe mich gefühlt wie eine Leprakranke, die nicht berührt werden soll. Das war grässlich. Ich wollte was sagen, weil ich das ekelhaft fand. Meine Mutter war der Meinung, es ist besser, man sollte nicht unangenehm auffallen. Und darüber habe ich mich am meisten geärgert, weil ich dann nichts sagen durfte. Ich wollte und habe es nicht gemacht. Was wünschst du dir denn von der Politik, von den anderen Menschen, von der Gesellschaft in so einer Situation? Also ich würde mir wünschen, dass die Leute zum Beispiel mal nachfragen. Also was ich schön finde, ist Neugier. Es gibt ja durchaus mal Blicke, neugierige Blicke, wenn ich mit meinem Kind Arabisch spreche, dass die Leute fragen, was ist das für eine Sprache, super interessant. Manchmal sagen die Leute, du siehst gar nicht Arabisch aus, wie kommt das? Das finde ich schön, wenn Leute Interesse haben, dann erkläre ich das. Ich erwarte, dass man mich nicht für ein Stück Vieh hält, nur weil ich Arabisch spreche. Ich bin ja auch nicht asozial, nur weil ich sie drücke. Was isst du denn da? Ein Keks. Was denn für ein Keks? Schoko. Ist nachmittags ja ganz gut. Ja. Vielen Dank für das Interview, Nadja. Danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.